Was hast du davon? Fragt Julita Münch die Leverkusener Bürgerinnen und Bürger vor der Rathausgalerie in Wiesdorf. Wovon? Vom Werk am Rhein, dem heutigen Campark, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert. Neben den Passanteninterviews hat die Moderatorin, bekannt vom WDR2 Hallo Ü-Wagen, auch vier Experten zum Gespräch auf der Bühne. In Leverkusen gibt es niemanden, der nicht irgendwo eine eigene Geschichte mit dem Werk hat. Natürlich zählt auch Klaus Wolf, Gründungsmitglied der örtlichen Grünen, dazu. Er erinnert sich besonders gerne an die gute Zusammenarbeit zu seiner Zeit als Bürgermeister zurück. Es gab damals eine Vereinbarung, die dann mit dem Werksleiter getroffen worden ist. Wenn wir was abreißen, rufen wir im grünen Büro an und fragen den Klaus Wolf, wie das ist und holen uns erstmal eine Stellungnahme ein. Wir machen also nicht mehr die kalte Politik. Das hat es dann tatsächlich gegeben und das hat auch funktioniert. Zwischen den Passanten wuselt Animationskünstler Jörn Kölling als lebender Stehtisch und stellt, ausgerüstet mit Glücksrad und kleinen Preisen, Quizfragen rund um den Campark. Mit dieser Aktion hier möchte der Campark auf die Menschen zugehen. Mehr zugehen kann man gar nicht. Wir sind hier mitten in der Wiesdorfer Fußgängerzone an einem wunderschönen Samstagvormittag. Also das ist die heutige Art, hier zu kommunizieren. Das machen wir gerne. Heute kommt alles zur Sprache. Tolle Erinnerungen und Erlebnisse aus 125 Jahren Geschichte. Lob, Kritik, Anregungen und Fragen. Als Ansprechpartner für Passanten und Lokalpolitiker steht Dr. Ernst Kriegert persönlich Rede und Antwort. Bernhard Marewski betont, dass Leverkusen und der Campark fest miteinander verwoben sind. Aber im Gegensatz zu früher sind es ja ganz viele Unternehmen, die dort sind. Und wenn es den Unternehmen dort gut geht, so hoffen wir, dass es auch etwas abfällt für uns, für unsere Stadt. Die halbstündigen Gesprächsrunden auf der Bühne werden durch Live-Musik von der Band Combo Combo unterbrochen. Daran, dass das Werk trotz mancher Kritik ein Modell für die Zukunft ist, lässt der Industriehistoriker Dr. Ulrich Sönius keinen Zweifel. Wir sind ja an der Rheinschiene in einer wachsenden Region. Das heißt, es ziehen immer mehr Menschen nach Köln, nach Bonn, nach Düsseldorf, nach Leverkusen, nach Duisburg. Und das ist schon ein Punkt, wo man deutlich sagen muss, wir müssen dann auch für die Industrie die entsprechenden Flächen vorhalten. Deswegen sagen wir als IHK, wichtig ist, dass so eine Fläche wie der Campark auch entwickelt werden kann. Der Campark steht für Wirtschaftskraft und Wohlstand in der Region und für Bürgernähe, die nicht nur an diesem besonderen Tag, sondern täglich, vor allem im Nachbarschaftsbüro Camppunkt, intensiv gelebt wird. Kombo, Kombo.